Servus und hallo bei Not Another Rope Show. Wir neigen uns langsam dem Ende zu. Drum haben wir gedacht, fasse ich einfach bei der K-Phase die Wochen, wo nicht viel passiert ist, zusammen. Dann dauert das Ganze hier nicht mehr ganz so lange, weil ich merke ja, dass die Interesse nachlässt an der Therapie, obwohl eigentlich jetzt immer mehr ins Detail gegangen ist. Aber ja, mein Shit happens. Aber ich bringe es jetzt zu Ende, ist ja nicht mehr lang. Okay. Ernst K-Phase, Wochenreflexion vom 26.09.94 bis 2.10.94. Montag und Dienstagvormittag saß ich auf Klausur. Das war ziemlich übel für mich, denn es weckte Knasterinnerungen in mir. Einzelhaft und so weiter. Als ich und Ralf um 10 Uhr hochgerufen wurden, war es mit der Gelassenheit vorbei. Und an ihre Stelle trat Nervosität ohne Ende. Als wir dann aufgenommen waren, war ich total froh. Ich war aber noch gar nicht richtig angekommen, da bekam ich und Ralf die Aufgabe, die Frauendusche zu verschließen. Und zwar bis Montag. Das haben wir natürlich nicht ganz geschafft. Und dann kommt jetzt noch die Situation ins Spiel, dass wir jeden Tag Plenum haben. Das schlaucht mich ganz schön, ist aber leicht auszuhalten. Mittlerweile bin ich hier oben angekommen und fühle mich wohl, habe aber leichte Schwierigkeiten mit der Freizeit am Wochenende, da es sich neben dem Plenum nur schwer planen lässt. Da sieht man ganz klar, erst hatte ich den Blaumann und musste diese Dusche überbauen und dann unten auch noch im Erdgeschoss gab es auch noch so also ein Männer. Altes Männerklo, glaube ich, was das war, oder ich weiß nicht mehr was. Wir mussten auf alle Fälle damals da auch was rausreißen, auch verfließen und machen und tun. Und ich habe immer gesagt, ich habe zwar eine Maurer Ausbildung angefangen, aber weil ich keine Praxis und nichts hatte, abgebrochen, weil man mich nur als billige Arbeitskraft benutzt hatte. Und was machen die? Wir benutzen den Depp, der kann das nicht machen. Sparen wir uns Geld. Es ist keine Arbeitstherapie für mich gewesen. Mein Orden war das nur leichter. Ich habe mich da durchgebissen und dann komme ich in die K-Phase, dann muss ich schon wieder diesen Scheißdreck machen. Das Gute ist, da hatte ich aber einen dabei, der wenigstens Mucks hatte und nicht so wie ich. Hört mich mal an, was ich, weißt du? Und ich musste da Zeug schleppen und alles. Egal, ist sehr lange her, aber trotzdem fällt mir das immer wieder auf. Wenn ich so darüber nachdenke, dass dieses, wir kriegen Geld von einem Rentenversicherungsträger für Menschen, die eine Erkrankung haben. Und so, wenn ich lang darüber nachdenke, haben wir wirklich einige unterschiedliche Erkrankungen, wenn ich an die Leute denke, die ich heute treffe, nicht mehr in meiner Selbsthilfegruppe für Cannabis-Patienten bin. Die haben ja auch unterschiedliche Erkrankungen. Das hilft ja bei unterschiedlichen Sachen. Jetzt gibt es welche mit posttraumatischer Belastungsstörung, dann gibt es wieder welche, die Borderline haben oder ADHS oder wie ich Fibromyalgie und weiß dann gar nicht, was sonst noch alles. Aber wenn ich an die Zeit damals zurückdenke, an die Unabhängigen da drin, da waren einige dabei, die wirklich solche Krankheitsbilder hatten und die aber nicht medikamentiert wurden. Jetzt hatten die, sagen wir mal, einen ADHSler, der halt total einen mag und aus irgendeinem Grund mag er einen dann nicht mehr. Vielleicht hat man ihm die Laune versaut oder einen dummen Spruch gegriffen, den man vielleicht gar nicht so gemeint hat und der versteht es aber halt irgendwie und das kannst du dem auch nicht mehr ausreden und dann ist aber der Umstand so, auf Therapie darf er dich nicht anfassen, er darf da keine reinhauen, darf du wieder mal mit Gewalt drohen. Und jetzt neigen die aber schon auch, nicht alle, aber bestimmt, wenn man einige, die es da betrifft, oder auch sagen, ja stimmt, ist so, dass sie dann aggressiv werden und dann nützen die meine reinhauen würden. Jetzt stell dir mal vor, da hast du so einen kleinen Handballer wie mich, der das dann auch mal ausnutzt. Oder
erkennt und dann würde er das gerne ausnutzen. Also ich muss sagen, ich habe es nicht gemacht, nicht einmal. Da waren ein paar dabei, die sind schon auf mich so richtig wütend geworden. Ich bin ihnen aus dem Weg gegangen, weil ich finde, das ist nicht fair. Das nur, weil sie mich gerade nicht riechen können aus irgendeinem Grund. Vielleicht ihr Leben kaputt machen und dann die Therapie abbrechen. Manchmal habe ich so das Gefühl gehabt, man hat absichtlich das Haus zugemacht, damit man von oben bis unten putzen wie die Blöden. Und dass den Konflikt immer wieder richtig schön fetzen, damit sie was in der Berichte schreiben können. Aber so richtig therapiert worden, wie ich mir das gewünscht hätte, ich weiß es nicht. Also nicht, ich weiß auch nicht. Es sind leider wenig Daytalker, die sich anscheinend meine Videos angucken, sonst würden sie dann was runterschreiben, wie sie das sind. Okay Leute, falls euch gefällt, was ich mache, Daumen nach oben, wenn nicht, dann nach unten, schreibt es mir gar nichts in die Kommentare. Peace out.